Meine Damen und Herren, zur Dressurkür angetreten, die Reiter des Zuchtreit- und Fahrvereins St. Martin Stadtlohn. Und da darf ich ihn im Einzelnen vorstellen. Erhard Steinbach im Sattel von Freund Fred, in jungen Jahren Teilnehmer an westfälischen Meisterschaften. Dann hat er irgendwann, er hat gesagt, aus der Midlife-Crisis herausgedacht, ich muss mal wieder aufs Pferd. Aktuell Siege und Platzierungen in der Dressur bis zur Klasse L. Er ist der jüngere Reiter, der jüngere Bruder von Karin Steinbach Schröder, sieht man zwar nicht, aber die an zweiter Stelle in dieser Abteilung, im Sattel von Florenzano, der liebevoll Flützken genannt wird, die beiden ganz erfolgreich Siege und Platzierungen in Dressur bis zur Klasse S. In der Abteilung an dritter Stelle Edgar Hornus mit Seppel, der hoffentlich heute Abend so ein bisschen mehr Glück hat als Heute Mittag, da gewann zwar die Mannschaft des Zuchtreit- und Fahrvereinstation, aber Edgar war Streichergebnis. Seit Jahren greift er erfolgreich auf Seniorenturnieren ins Turniergeschehen ein. Und dann als vierter starker Mann im Team Alexander Altrogge, den die Stadtlohner aus Gescher geerbt haben, mit Didgeridoo, zweiter Vorsitzender des Vereins, mit Siegen und Platzierungen in Dressurprüfungen der Klasse A und das Ganze, diese ganze Vorführung einstudiert von dem Reitlehrer Karl Moormann. Thank you.
Yeah.